Hallo, liebe Deutschlernende, liebe Studenten und vielleicht Russland-Begeisterte, die dieses Video mithören oder auf diesem Channel sind. Heute möchte ich eine der Fragen, die nach dem ersten Interview gekommen sind, beantworten. Und zwar ging es darum, was ich getan habe, um so gut Russisch zu sprechen. Also als erstes muss ich mal sagen, die Frage ist kompliziert, denn ich habe ja relativ früh angefangen, Russisch zu lernen, schon in der dritten Klasse. Und als Sprachwissenschaftlerin weiß ich, dass die Aussprachemöglichkeiten und die Möglichkeit, Stimmen und Laute zu imitieren, ungefähr ab dem Alter von 9 bis 10 verloren geht bei den Kindern. Und insofern ist es also, der erste Tipp ist, so schnell wie möglich anzufangen, wenn man eine Sprache lernt, wenn sie aus einer komplett anderen Sprachfamilie kommt. Ja, also zum Beispiel slawische Sprache und germanische Sprache. Das nächste, was ich sagen muss, ich hatte relativ intensiv Russischunterricht. Also von der 3. bis zur 8. Klasse ganz normal, also im normalen Umfang. Und dann aber von der 9. bis zur 12. Klasse zum Abitur hatte ich bis zu 12 Stunden Russisch in der Woche und bei Muttersprachen. Das heißt, mein Tipp ist, suchen Sie sich Muttersprachler in Ihrer Umgebung, die können Ihnen helfen, akzentfreier zu sprechen, dass die Umgangssprache mit einfließen kann, dass man verknöcherte alte Redewendungen vielleicht nicht so verwendet, wie sie noch in Lehrbüchern stehen. Das ist das Nächste. Und eine Möglichkeit gibt es ja, ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, aber man kann Tandempartner zum Lernen finden. Und das heißt also, jemand, der eine andere Fremdsprache lernen möchte, die Sie beherrschen, und die Fremdsprache, die Sie erlernen möchten, ist Deutsch. Das heißt, Sie suchen sich einen deutschsprachigen Tandempartner und kommunizieren zu verschiedenen Themen. Aber auch da ist wichtig Regelmäßigkeit und Häufigkeit, ja, damit man wirklich Effekte erzielen kann. Das andere, was ich noch als Nebensatz zu dieser Frage mit einschieben möchte, ist die Tatsache, dass es eigentlich meines Erachtens nach nicht darum geht, perfekt zu sprechen und akzentfrei zu sprechen. Denn wichtig ist der Kanal Kommunikation, also dass man wirklich sich verstehen möchte und verstehen mag und sucht, wie man das Problem löst, beziehungsweise wie man sich austauscht. Und in einem der Kommentare habe ich auch schon geschrieben gehabt, ich habe zum Beispiel aus Neugier 2001 angefangen, leider musste ich das 2002 aufgrund beruflicher Belastung aufgeben, Gebärdensprache zu lernen. Das heißt, das, was ich so unheimlich fantastisch finde, ist, dass Gehörlose Hörgeschädigte sich in einer Sprache unterhalten, die mit Mimik und Gestik passiert. Und ich als Sprachwissenschaftlerin fand das natürlich total spannend, wie sie das machen. Und ich denke, wenn Sie jetzt sehen, was ich sage, dann verstehen Sie alle, worum es geht. Also es ist möglich, sich auch ohne Laute zu verständigen, und wichtig dabei ist einfach nur, dass die Leute offen miteinander umgehen und dass sie sich gegenseitig wertschätzen. So, das ist die Antwort auf Ihre erste Frage. Ich warte auf neue, habe aber auch noch welche im Arsenal. Bis zum nächsten Mal.